Das Wort Gottes steht in der Mitte. Dieses Bekenntnis hat der Ratszimmermeister George Beer mit dem Bau der Frauenkirche zu Dresden in Stein verewigt. In den Gruftgewölben der Frauenkirche finden wir das Grabmal von George Beer. Ein barocker Lobgesang auf den Erbauer des größten protestantischen Kuppelbaus der Welt. Bis heute gibt es kein Bild von George Beer. Was war er für ein Mensch? Was wissen wir überhaupt von diesem einmaligen Baumeister? Also die erste, sagen wir mal, körperliche Berührung mit George Beer war ja 1994, als wir zum Abschluss der archäologischen Entrümmerung seine Gebeine in einer Urne gefunden haben. Und zu der Zeit haben wir natürlich auch überlegt, ob man aufgrund dieser Knochen ein Bild rekonstruieren könnte von ihm. Aber wir haben dann absichtlich davon Abstand genommen, weil das doch dann in den Bereich geht, wo man sich Vorstellung macht, die eigentlich vielleicht nicht richtig sind. In Fürstenwalde im Osterzgebirge, nahe der böhmischen Grenze, wurde George Beer am 15. März 1666 geboren. Hier wurde er auch getauft. Sein Vater war vermutlich Zimmermann. Dorf und Kirche prägten die Landschaft der Kindheit von George Beer. 1897 ehrte Fürstenwalde seinen später berühmt gewordenen Sohn mit einem Denkmal. Doch wo liegt das Geheimnis für Beers architektonische Genialität? Ist es das Bild seiner Taufkirche, das George Beer im Herzen trug, mit dem er nach seiner Zimmermannslehre die Welt eroberte? Über die Wanderzeit des Zimmergesellen George Beer zwischen 1682 und 1684 wissen wir nichts. Doch sein Weg muss ihn über Österreich nach Italien geführt haben. Nach Venedig und Rom zum St. Petersdom, dem größten Kuppelbau der katholischen Kirche. Dieses grandiose Kunstwerk aus Stein, es wird in George Beer den Wunsch geweckt haben, ein solches Wunder, seinen sächsischen Petersdom, einmal an der Elbe zu bauen. Zurück in die Heimat des Erzgebirges finden sich erste Spuren der Mitarbeit von George Beer als Zimmermann an der von 1684 bis 1688 im Barockstil errichteten Trinitatiskirche in Karlsfeld bei Eibenstock. Ihr Erbauer Wolf Kaspar von Klengel, dem Moritzburg seine Schlosskirche verdankt, schuf in Karlsfeld einen der ältesten Zentralbauten von Sachsen. Seine Klarheit, sein Kuppelbau, aber vor allem die Dreieinigkeit von Taufstein, Altar und Orgel wurden zum architektonischen Vorbild für George Beer. Wie tief die Baukunst der Kirche von Karlsfeld George Beer prägte, sehen wir an solchen Details wie den barocken Türbeschlägen. In der Frauenkirche finden wir sie wieder. Auch die barock geschwungene hölzerne Treppe von Karlsfeld. In der Frauenkirche zu Dresden hat George Beer diese Struktur in Stein ins Große geführt. Den Zimmergesellen George Beer zog es mit Macht nach Dresden. Im September 1697 ließ sich der sächsische Kurfürst August der Starke in Krakau zum König von Polen wählen. Dresdens Glanz sollte alle Städte Europas überstrahlen. George Beers Schritt an die Elbe war mutig, denn ihn erwartete prominente Konkurrenz durch Landesbaumeister Knöffel oder Matthias Pöppelmann, der Erbauer des Zwingers. Die grazilen Plastiken des Bildhauers Balthasar Permoser schmückten die sächsische Residenzstadt. An allen Ecken und Enden wurde gebaut. George Beer hatte Glück. In ihm erkannte der Rat der Stadt nicht nur einen geschickten Mechanikus, sondern auch einen Architectura Civilis. Mit prächtigen Bürgerhäusern machte George Beer sein Können präsent. In der großen Meißner Gasse errichtete er sich ein eigenes Wohnhaus, das er bis zu seinem Tode bewohnte.
Aber wie sah er aus, der Dresdner Ratszimmermeister George Behr? War er groß und kräftig, so wie Baudirektor Eberhard Burger, dessen Name für alle Zeiten mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche verbunden bleibt? Hat Hofbildhauer Benjamin Thomae am Altar der Dreikönigskirche George Behr ein Gesicht gegeben? Oder erkennen wir George Behr im Bild des Propheten Moses am Altar der Frauenkirche? Immer wenn Baudirektor Eberhard Burger die Tür zur Frauenkirche aufschließt, weiß er, dass um Leben und Wirken von George Behr noch manches Rätsel zu lösen ist. Eins ist ganz sicher, er ist vielseitig tätig gewesen, aber offensichtlich vielseitig auch begabt. Denn der Rat der Stadt hat ihn ja zum Ratszimmermannsmeister berufen, ohne dass er einen Meisterabschluss hatte. Das ist also schon, den hat er dann erst nachgeholt, nachdem er es war. Und das ist eigentlich ein Phänomen und ich kenne da auch kein zweites Beispiel. Aber das zeugt eben davon, dass er ungewöhnliche Fähigkeiten hatte, dass er offensichtlich eine ganz starke Überzeugungskraft auf andere hatte, die etwas zu entscheiden hatten und dass er eben ein hervorragender Fachmann war. Am 17. Oktober 1705 wurde George Behr zum Ratszimmermeister ernannt. Im gleichen Jahr baute er zusammen mit seinem Vetter Johann Georg Schmidt und Ratsmaurermeister Johann Gottfried Fehre die Kirche von Loschwitz. Diese drei Männer begannen 10 Jahre später mit dem Bau der Frauenkirche. Dresden und sein katholischer Hof feierten die Feste, wie sie fielen. Der protestantische Superintendent Valentin Löscher predigte in der Kreuzkirche gegen die widrigen Glaubensverwandten, die versuchten, den Bau der neuen Frauenkirche hinauszuzögern. Ein Vorwurf, dem Christoph August Reichsgraf von Wackerbarth heftig widersprach. Denn er wusste, der König sah mit dem Bau der Frauenkirche den Religionsfrieden in Dresden gewährleistet. Doch der Baubeginn verzögerte sich, denn es fehlte an Geld. Deshalb wandte sich George Behr anderen Aufgaben zu. 1717 begann er mit der Kirche von Schmiedeberg. Schloss- und Türbeschläge erinnern an die Kirche von Karlsfeld. Wie dort beeindruckt im Innern der Kirche von Schmiedeberg der Zentralraum, die Vereinigung von Altar, Kanzel und Orgel. George Behr ließ von Hofbildhauer Benjamin Thomae, ein Schüler von Balthasar Permoser, den Taufstein gestalten. Thomaes Arbeit muss überzeugt haben, denn beim Bau des Hochaltars der Frauenkirche finden wir ihn an George Behrs Seite. Noch stand die alte Frauenkirche. Leider konnte Superintendent Valentin Löscher darin keinen Gottesdienst abhalten. So hinfällig war der Bau. Für die neue Frauenkirche wurden dem Rat der Stadt Entwürfe vorgelegt. Von Landesbaumeister Knöffel, vom Ratszimmermeister George Behr und auch Reichsgraf Wackerbarth brachte seine Vorstellung zu Papier. Aber wo kein Geld, kein Stein. George Behr zog nach Forchheim, wo er 1719 mit dem Bau der Kirche begann, die ihn bis 1725, eine große Hungersnot brach über das Land herein, in Atem hielt und die ihm doch Freude brachte, denn der berühmte Gottfried Silbermann baute ihm die Orgel samt Prospekt. Ich denke, dass sich die beiden Männer ja nicht nur kannten, sondern sich austauschten und vielleicht auch Freunde waren. Ich nehme das mal so an. Und sicher war es vielleicht ein Grund, was allerdings urkundlich jetzt nicht belegt ist, dass Gottfried Silbermann auch den Auftrag für die Orgel in der Frauenkirche dann bekam. Von unserem Gottfried Silbermann gibt es ja bis jetzt noch kein Bild, leider. Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Aber wir haben Unterschriften und anhand einer Unterschrift, so heißt es ja, kann man auch auf die Person eines Menschen schließen. Und wenn wir die Unterschriften Gottfried Silbermanns betrachten und auch die des Baumeisters George Behr, dann kann man sehen, dass es also keine Schreiber waren, sondern es waren Handwerker. Musik
Eigentlich war es dann die gemeinsame Überlegung mit Silbermann, dass es doch am sinnvollsten wäre, die große Orgel gegenüber vom Haupteingang anzuordnen. Sicherlich zu einem guten Teil auch aus akustischen Gründen, weil die Orgel einfach direkt in den Raum strahlen muss. Georg Bär hat das ganz bewusst so gemacht. Er ist ja auch nach meiner Auffassung der einzige große Baumeister, der eben nicht den Orgelbauer hat den Prospekt machen lassen. Das war ja Silbermanns großer Ärger, sondern für ihn gehörte der Orgelprospekt mit zur Architektur des Raumes und damit natürlich, weil für ihn Architektur auch Verkündigung war, zum Gesamtbild von Altar und Orgel. Das ist auch für alle nachvollziehbar, dass es nochmal eine Höhung ist, wenn die Musik, die Orgelmusik aus diesem wunderbaren Prospekt ertönt und dass man dann über dem Altar, der ja auch Glauben vermittelt und Geschichte erzählt, biblische Geschichte erzählt, nochmal durch den Ton eine Höhung hat und damit auch dem Himmel räumlich ein Stück näher ist und damit die Strecke zu Gott praktisch wieder ein Stück näher ist. Ein Brand führt in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz zum Neubau der Kirche. George Bär und sein Vetter Johann Georg Schmidt fanden dafür eine beeindruckende Lösung, indem sie auf den alten Umfassungsmauern einen faszinierenden Innenraum errichteten. Endlich war es soweit in Dresden. Die alte Frauenkirche musste weichen. Am 26. August 1726 wurde für die neue Frauenkirche der Grundstein gelegt. Zu diesem Zeitpunkt war George Bär 60 Jahre alt. Wie Eberhard Burger wird auch George Bär im Steinbruch von Lohme sich vom Fortgang der Arbeiten überzeugt haben. Noch heute wird der Sandstein wie vor 300 Jahren mit Nagel und Hammer vorsichtig zerteilt. Denn sächsischer Sandstein ist sensibel wie Meißner Porzellan. Es ist damals entweder im Winter mit Wasser gesprengt worden und es sind in Spalten Keile getrieben worden und man hat dann dieses Holz quellen lassen, sodass eben immer durch Quellen von Wasser oder durch Quellen von Holz eine Sprengwirkung entstanden ist und so hat man da ganze Wände abgebrochen und man hat teilweise diese Holzkeile dann auch verbrannt und angezündet und da sind diese Wände dann heruntergebrochen, immer im Ganzen. Die Frauenkirche ist ja in relativ kurzer Zeit gebaut worden und diese Mengen an Sandstein, die dafür benötigt wurden, kamen sicher aus ungefähr 30 unterschiedlichen Steinbrüchen. Und so konnte man eigentlich das Material erst begutachten, als es auf der Baustelle war und hat sich dann entschieden für die verschiedenen Bauteile, in die dieser Stein dann eingebaut worden ist. Und man hatte also nur die augenscheinliche Probe und die Klangprobe, wo man den Stein praktisch zum Klingen bringt. Und wenn er hell klingt, dann hat er praktisch keine Risse, keine Störungen, sondern ist ein durchweg gutes Material. Also ich denke, George Bär hat sich die Kenntnis des Sandsteines angeeignet und hat dort sicher auch von anderen Meistern gelernt. Und wie mir bekannt ist, hat er letztendlich über den Materialeinsatz auch entschieden. Auf die Baukunst von George Bär wollte auch der sächsische Adel nicht verzichten.
Heinrich von Bünau beauftragte 1727 den Ratszimmermeister mit dem Umbau von Schloss und Kirche zu Seuslitz. Für den Altar und die Kanzel schuf der Bildhauer Johann Christian Feige die Zierelemente. Seine bildhauerische Komposition brachte ihm die größte Herausforderung seines Lebens. George Beer beauftragte ihn mit den Arbeiten für den Außenbau und den Innenraum der Frauenkirche. Hand in Hand zusammen mit Benjamin Thomé bewältigte Bildhauer Feige das große Werk. Sein kostbarer Hochaltar, das ist in Stein gestalteter Glaube. Für den Gottesdienstraum betretenden Besucher durch das gegenüberliegende Portal ist dieser erste Eindruck des Altars sehr wichtig. Es wird an das Abendmahl erinnert, an die Ehren und die Darstellung mit den Weintrauben. Und Christus kommt durch die wunderbare Bildhauerarbeit im Mittelpunkt sehr deutlich zur Wirkung. Christus in seiner tiefsten Not, verlassen von Gott und den Menschen. Die Jünger schlafen, rechts im Halbrelief dargestellt. Und der Engel symbolisiert Gott, Vater, der die Bitte, Herr, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, nicht beantwortet, aber mit einer mutmachenden und tröstenden Geste doch ihm Kraft zuspricht. Und die Häscher kommen auch deutlich sichtbar hinten aus dem Tor heraus. Also Erinnerung an das Alte, das Neue Testament, Erinnerung an den Beginn des Leidensweges von Christi, aber eben auch die Auferstehung mit dem kreuztragenden Engel und dem Wolkenkranz und die Symbole des Abendmahls. Eine ganz deutliche christliche Aussage auch für uns Menschen heute. George Beers monumentaler Kirchenbau fand den Beifall August des Starken. Am 18. August 1731 gab er seinem Ratszimmermeister Audienz und ermutigte den 65-jährigen Baumeister, sein Werk voranzubringen. Ich glaube nicht, dass er dem katholischen Königshaus zeigen wollte, dass die Protestanten in der Macht sind. Dann würde ich eher sagen, dass er von dem blühenden Handwerk ausgegangen ist, das zu seiner Zeit doch entstand in Dresden und das ja auch zu diesem Neubau führte, dass er damit zeigen wollte, das können wir, das machen wir und das gelingt uns, dass man praktisch die Kraft des erstarkenden Bürgertums damit dokumentieren konnte und wollte. Seine erste Ehe schloss George Beer 1689. Tochter Johanna Maria starb mit 4 Jahren. Der Sohn Christian Adolf aus zweiter Ehe wurde nur 1 Jahr alt. Mit 64 Jahren heiratete George Beer 1729 in dritter Ehe die 30 Jahre jüngere Johanna Wedel. Glaube, Hoffnung, Barmherzigkeit und 5 Kinder in Liebe schenkte sie ihm. In der Kuppelausmalung durch Baptista Grone zeigen alle 4 Frauengestalten das gleiche Gesicht. Wollte Baptista Grone für den Malauftrag Beer danken, indem er seiner letzten Frau ein ehrendes Denkmal setzte? Schloss Moritzburg. Hier betätigte sich Baptista Grone 1728 bei der künstlerischen Ausstattung des Billardsaales des Schlosses. Der Maler Christoph Wetzel schuf die Bilder in der Kuppel der Frauenkirche im Sinne von Baptista Grone neu. Ich denke, dass George Beer ein so weitschauender und voraussehender Mann war, dass er nicht nur in seinen architektonischen Erwägungen, sondern auch in der Frage, wen engagiert er für den Orgelbau, für die Gemälde in der Kuppel, also die großen Höhepunkte des Innenraums, dass er dort natürlich sehr sensibel reagiert hat, auch in der Toleranz der Konfessionen. Denn wir wussten natürlich,
dass Giovanni Battista Grone ein Katholik war. Er war jung, er hatte einen Erfahrungsfundus, den er mitgebracht hat, eine profunde Ausbildung in Venedig, und er war offensichtlich schnell. Am Sächsischen Hof gab es auch eine Sammlung von Kupferstichen. Und in diesen Kupferstichen finden sich auch Abbildungen aus der Sixtinischen Kapelle. Dort hat er ganz nachweislich Adaptionen vorgenommen nach Michelangelo. Ich denke mal, dass in der Gestaltung der Frauenkirche viele Elemente traditionell übernommen wurden aus dem Katholizismus, wiederum als protestantisches Gotteshaus in eine neue Sicht, in eine neue Funktion hineingebracht wurde. Und nichts Schöneres gibt es als dieses Zeichen des Gewährenlassens und der Toleranz der Konfessionen in dieser ästhetischen Form, wie es in der Frauenkirche zu sehen ist. Die Orgel Behr war, aber auch die Ratsherren waren findig, um Geld einzutreiben, aber es hat eben vorne und hinten nicht gereicht, und auch die Kalkulationen, die man aufstellte, sind meistens nicht eingehalten worden. Das haben wir in unserer Zeit etwas besser hinbekommen, und so musste er auch immer wieder Leistungen in Anspruch nehmen oder hat sie in Anspruch nehmen können und hat sie sich sicher auch erstritten, die ihn wenig Geld kosteten. Und dazu gehörte, dass der Rat der Stadt oder er selbst mit dem Königshaus auch verhandelt hat für Leistungen, die dem Königshaus eigentlich zustanden oder dem Hofe, die aber für die Frauenkirche erbracht worden sind. Das begann mit dem Aushub, mit den ca. 15.000 Kubikmeter Sand, die von den Bauern der Umgebung mit Pferden und Wagen weggefahren worden sind. Das waren Fuhrleistungen, die sonst dem Hof zustanden. Und das ging weiter mit dem Schlagen von Holz in Wäldern, die die Bauern oder Familien zur Pacht bekommen hatten und sie auch pflegten und verpflichtet waren, Stangenholz zu schlagen für die Gerüste. Denn die Gerüste, die für diesen Bau nötig waren, haben bestimmt ganze Wälder verschlungen. Der Materialtransport bis hoch zu den rund 79 Metern Höhe, die der Steinbau geht, ist so vorgenommen worden, dass man außen schräge Ebenen gebaut hat und dann alle 10 Meter ungefähr eine Plattform, von der aus das Material dann horizontal verteilt worden ist. Und das ging bis zum Hauptsims. Im Bereich des Kuppelanlaufes von ungefähr 10 Meter Höhe. Und dort hat George Behr dann zwischen der Außenwand der Hauptkuppel und der Innenwand hat er auf Mauerwerkscheiben eine Rampe aufgelagert. Und auf dieser Rampe ist dann das Material nach oben transportiert worden. Und da die Steine im Kuppelbereich eben auch sehr groß waren und auch für die vier Ecktürme es doch schwere Steine waren, die nicht einfach mit der Kiepe getragen werden konnten, hat man also auf kleinen Wagen und von Maultieren oder kleinen Pferden gezogen das Material auf dieser Rampe, die praktisch immer mit der Hauptkuppel auch gewachsen ist, nach oben bis zum Einbauort transportiert. Wer heute die Frauenkirche betritt, wird überrascht von der Farbenfreudigkeit des gewaltigen Kuppelbaus. Es sind die Farben des Erzgebirges, das Blau des Himmels, das Sommergelb der Getreidefelder, das Grün der Wiesen und Wälder, das toskanische Rot seiner Felsen. Kein Zweifel, George Behrs wunderbare Architektur atmet die Leichtigkeit Italiens. Aber aus der Landschaft seiner Kindheit leuchten für uns die Farben.
Wenn man diesen Raum betritt, hat man ja so leichte italienische Gefühle. Das spiegelt sich auch wieder in der Architektur des Altar-Chorraumes wieder. Dort haben wir zwei symmetrisch angelegte Choremporen, links und rechts, die auch so einen leichten Hauch aus Venedig mitbringen. Dort war das doppelchörige oder mehrchörige Musizieren sehr verbreitet und von dort aus hat sich die Tradition auch in Europa ausgebreitet. Das ist hier auch sehr gut möglich durch die beiden sich gegenüberliegenden Choremporen. Wenn ich seine Architektur betrachte, dann finde ich, predigt sie bis heute und es lassen sich also immer wieder Bezüge auch von den Bibeltexten, die auszulegen sind, etwa im Gottesdienst bei Predigten, finden, die sich unmittelbar in der Architektur dann auch wiederfinden und aufgreifen lassen. George Behr war ja darüber hinaus im Grunde genommen auch noch der Akustiker, denn die Akustik ist hervorragend in diesem Raum, die Lichtführung stimmt, die Bauphysik hat im Prinzip gestimmt und das sind ja alles Fachsparten, die heute von Einzelnen verantwortet werden und das ist das große Vorbild in uns, dieses übergreifende baumeisterliche Denken unserer Altvorderen, das uns eben im Laufe der Jahrhunderte abhanden gekommen ist und das wir heute auch gar nicht mehr tun dürften, weil uns die Vorschriften daran hindern würden. Am Ende seines Lebens verfolgte George Behr das Unglück. Immer größer wurden die Zweifel an der Statik seines Kuppelbaus. Um den Kirchenbau voranzutreiben, setzte er privates Kapital ein, womit er seine Familie in die Armut trieb. Krank und müde der Intrigen wurde George Behr immer einsamer. Die Frauenkirche mit ihrer Kuppel stand, doch eine Krönung durch die steinerne Turmhaube wurde ihm verwehrt. Es ist ganz sicher für ihn eine persönliche Tragik, inwieweit er sie selbst bewusst erlebt hat. Das ist schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall hat er um den Streit und darunter sehr gelitten, dass Gutachten eingeholt worden sind von Fachleuten in der Zeit, die sich gar nicht so intensiv damit beschäftigt haben und auch nicht konnten, wie George Behr es mit seiner Konstruktion gemacht hat. Und darüber war er sehr verbittert und ich glaube auch, er ist verbittert gestorben. George Behr erlag am 16. März 1738 einem Schlaganfall. 5 Jahre später wurde auf die Kuppel der Frauenkirche, so wie von ihm entworfen, die steinerne Turmhaube aufgesetzt. Von nun an verkündete die Frauenkirche zu Dresden durch alle Zeiten, durch Feuer und Asche, was Sinn und Ziel ihres Baumeisters war. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden.